Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jamie und nach ein bisschen längerer Zeit würde ich euch gerne einfach mal ein Live-Update geben, was in den letzten Wochen passiert ist, was auf mich demnächst wartet, was ab dem 1.4. an meiner Uni passieren wird. Und ich würde sagen, fange einfach direkt an. Womit soll ich anfangen? Immer sehr schwierig, das so ein bisschen zu strukturieren. Ich kann einfach mal so anfangen. Das Letzte, was ihr von mir gesehen habt, war, wie ich in meinem Pflegepraktikum war. Das habe ich erfolgreich nach 30 Tagen beendet. Hat sehr viel Spaß gemacht, war aber auch richtig anstrengend. Danach bin ich erstmal nach Teneriffa geflogen mit meiner Familie. Ich hatte eigentlich erst überlegt, da so ein bisschen mich mitzunehmen und ein bisschen zu filmen. Aber dann wollte ich doch lieber einfach die Zeit genießen und ein bisschen abschalten. Und dann, als ich wieder herkam, ist eigentlich ziemlich viel auf einmal passiert. Deswegen wusste ich halt nicht, wo wie ich was aufnehmen soll. Und deswegen strukturiere ich einmal alles jetzt in diesem Video. Und ab nächste Woche Freitag, wir haben nämlich heute den 25., glaube ich. Und ab nächste Woche geht es dann richtig los. Als ich zurückgekommen bin, ja, eigentlich einen Tag bevor ich geflogen bin, glaube ich, habe ich so eine Mappe von meiner Uni bekommen, wo alle Sachen für den 1.4. und danach drin standen. Und zwar sieht das wie folgt aus, dass wir am 1.4. an die Uni kommen und dort um 17 Uhr so eine Begrüßungsfeier haben. Danach wird uns der Studiengang wahrscheinlich ein bisschen vorgestellt, die Inhalte, die vielleicht auch. Und dann um 19 Uhr, glaube ich, beginnt alles mit so einem Grillen. Also, nee, es beginnt nicht, es endet dann eigentlich mit so einem Grillen, wo man wahrscheinlich einfach untereinander schnacken kann, sich austauschen kann und einfach ein bisschen beisammen ist, um sich kennenzulernen. Das ist nämlich unser erster Tag, wenn man das so nennen kann. Wir haben halt keine erste Woche und das wollte man uns dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein bisschen ermöglichen, dass man sich vorher einfach so sieht. Genau, darauf freue ich mich schon. Das ist nächste Woche Freitag. Und in der Mappe stand dann noch drin, dass am 4.4. dann alles nach Stundenplan sozusagen abläuft. Also wir wählen halt nicht selber, sondern uns wird der Stundenplan einfach fertig geschrieben, hingeschickt und wir können daran auch nichts ändern. Und für uns sind alle Veranstaltungen da drin Pflicht. Auf den mussten wir dann halt schon ein bisschen länger warten. Und dann habe ich mich, wie eigentlich schon seit ein bisschen längerer Zeit, mich einfach mit Studenten von meinem Semester dann getroffen. Also wir haben schon eine Semestergruppe auf WhatsApp und da haben wir uns sehr fleißig ausgetauscht und dann halt auch ab und zu getroffen. Die Treffen sind eigentlich immer ziemlich harmonisch, viel mit, warum macht ihr Medizin, worauf freut ihr euch? Also sehr halt darauf angelegt, sich auch kennenzulernen. Wir haben ziemlich schnell schon so Gruppen gekriegt, ich weiß gar nicht, da stand nur Gruppe 1a, 1b, 2a, 2b. Wir dachten halt, das sind unsere Seminar- und Praktikagruppen und haben uns demnach auch schon die Gruppen sozusagen eingeteilt. Und dann hat sich herausgestellt, dass unsere Seminargruppen nochmal andere Gruppen sind. Also wir haben einmal wahrscheinlich dann Praktikergruppen und Seminargruppen, die halt aber unterschiedlich gemischt sind. Und das haben wir dann an unserem letzten Treffen bemerkt. Und da haben wir dann schon den Teil unseres Stundenplans gekriegt, nämlich unsere Seminare. Da waren wir alle sehr heiß drauf, weil wir auch schon echt lange warten und bis zu dem Zeitpunkt waren es dann auch nur noch 2 Wochen und da dachten wir uns, okay, da muss langsam was kommen. Und so war es dann auch, dann kamen halt unsere Seminare schon mal reingeflattert, konnten wir uns das schon mal angucken, gucken, mit wem wir vielleicht zusammen haben, also wer die gleichen Seminare hat. Und da hat sich halt herausgestellt, dass es andere waren, als wie wir dachten. Bei dem Treffen haben wir auch besprochen, dass man sich Studentenausweise abholen konnte am nächsten Tag, also an dem Montag. Wir haben uns an einem Sonntag getroffen. Das habe ich dann mit einer, die ich jetzt schon ein bisschen mehr kenne als andere, würde ich sagen. Mit der habe ich das dann auf jeden Fall auch gemacht. Und dann haben wir uns zusammen nochmal die Uni angeguckt. Jetzt mit dem Studierendenausweis kommen wir auch überall rein und dürfen uns theoretisch auch frei bewegen. Das heißt, ich habe meinen Studentenausweis. Ich würde ihn euch gerne zeigen, aber so vergesslich ich manchmal bin, habe ich den natürlich bei meinem Freund liegen lassen, wie mein ganzes Portemonnaie. Das heißt, ich besitze aktuell gar nichts. Das muss ich mir jetzt demnächst noch abholen und dann
kann ich das ja vielleicht mal in dem nächsten Video zeigen. Wir haben auf jeden Fall unseren Studentenausweis und unsere Bahntickets bekommen. In Berlin kriegt man ja ein Semesterticket, heißt das, glaube ich. Da fährst du halt 6 Monate lang vergünstigt mit der Bahn. Das muss halt jeder Student in Berlin bezahlen, der an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule, Universität, was auch immer ist. Ist verpflichtend, kann man unter Umständen erlassen lassen, glaube ich. Aber dass du ein Auto hast, reicht zum Beispiel nicht, dass das erlassen wird. Letzte Woche gab es dann, als ich mich auf diesem Ding angemeldet habe von der Hochschule, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, für euch so ein Online-Campus, glaube ich. Da habe ich gesehen, man kann sich für Vorkurse anmelden. Und ich kenne das schon bei anderen Medizinstudenten, dass sie das auch erzählt haben, als sie die Uni gemacht haben, dass es auch so Vorkurse gab. Und manche halten es für mehr sinnvoll, manche für weniger. Es gibt Vorkurse für Mathe, Physik und Chemie. Physik und Chemie sind ja sowieso die Fächer, wovor viele sich fürchten. Ich glaube gerade eigentlich Chemie. Ja, was soll ich euch dazu sagen, Leute? Ich habe mich direkt angemeldet, als es möglich war, und zwar für Physik und Chemie, weil ich einfach erstens so lange aus der Schule raus bin, zweitens in Physik gar nichts weiß, weil ich mich damals dazu entschieden habe, im Abi Physik abzuwählen, weil Physik echt nicht mein Traumfach war. Und dadurch habe ich gar kein schulisches Wissen über Physik mehr. Also das aus der Mittelstufe ist schon zu lange her. Ich kann vielleicht noch irgendeine Geschwindigkeit ausrechnen und das war's dann. Deswegen habe ich gedacht, okay, sollten wir das mal machen. Und in Physik werden am Anfang, glaube ich, von dem Vorkurs auch ein paar mathematische Sachen angesprochen, wie Satz des Pythagoras und so. Das ist ganz gut, das vielleicht auch nochmal zu wiederholen. Obwohl das, glaube ich, eher gefestigt im Kopf ist als Physik. Deswegen habe ich mich da halt für angemeldet. Und das Problem war, dass die Vorkurse Chemie und Physik, also es gab 2 Physikkurse, damit man das mit Chemie sozusagen zusammen machen kann. Und ich habe Physik 2 gewählt und Chemie. Und das Problem war, das eine ist an einem Samstag, das andere ist an einem Sonntag und jeweils der zweite Termin ist an einem Montag. Und ich und die Freundin, mit der ich auch schon an der Hochschule war, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und haben beide das gleiche gewählt und haben uns gefragt, ob wir Montag frei haben. Und wir dachten uns ja, okay, wenn die das anbieten, dann wird schon frei sein, da machen wir uns jetzt keine Sorgen und haben uns halt einfach angemeldet. Wobei man auch sagen muss, dass es kostenpflichtig ist und dass, wenn man sich da angemeldet hat, dann ist es auch verbindlich. Und dann haben wir uns angemeldet, wir wissen ja auch, dass es Geld kostet. Und dann schreibt jemand einfach in die Semestergruppe, ja, ich habe gerade mit der Hochschule telefoniert. Es kann sein, dass der Montag nicht für alle zwingend frei ist. Also die meinten, man soll lieber warten auf den Stundenplan und gucken, ob man dann frei hat. Ich dachte wirklich, ich werde nicht mehr. Also es ist ja jetzt auch nicht gerade billig, so ein Vorkurs. Und ich brauche den auch. Und dann konnte ich es echt nicht fassen, dass die Möglichkeit besteht, dass unser Stundenplan sich damit überschneidet. 2 Tage später, glaube ich, kam der Stundenplan und ich habe so ein Schweineglück gehabt, denn es überschneidet sich zum Glück nicht. Wir haben Montag frei und das heißt, dass ich die Vorkurse ganz entspannt wahrnehmen kann und mitmachen kann. Genau, wir haben den Stundenplan bekommen mit allen Praktika, Seminaren und Vorlesungen. Es gibt Vorlesungen. Vorlesungen sind die Dinge, wo der Dozent einfach erzählt und runterrattert und einfach zuhört. Das ist bei uns zum Beispiel im Online-Format. Dafür gibt es so eine Seite, da werden die Dinger hochgeladen und wir hören sie uns einfach an und dann ist gut. Müssen sie natürlich dann auch nacharbeiten, man muss es ja auch ein bisschen lernen oder verstehen, was der Dozent da sagt. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und das einzige Problem, oder was heißt Problem, aber das einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist, in der ersten Woche werden die Vorlesungen unter der Woche hochgeladen und ab der zweiten Woche nur noch oder fast nur noch am Wochenende. Das ist halt in der Hinsicht blöd, dass die Uni sagt, man soll sie möglichst schon zu dem Stundenplan einhalten und sie da anhören. Man kann sie sich theoretisch anhören, wenn man will, aber ich glaube, man hat nur eine bestimmte Zeitspanne. Ich will das eigentlich machen, weil ich mir denke, unter der Woche haben wir so viele Seminare und Praktika und dann kommt das mal dazu und das und dann schiebt man es immer weiter auf und irgendwann hat man es so weit aufgeschoben, dass die Vorlesung vielleicht gelöscht wird oder runtergenommen wird und man sich die halt nicht mehr angucken kann. Aber es ist halt wirklich, dass wir manche Samstage von 8 bis 21 Uhr Vorlesung haben oder sagen wir ein, zwei Samstage,
wo dann halt wirklich dazwischen nur 15 Minuten Pause sind. Das heißt, du hast an dem Samstag eigentlich nichts anderes zu tun, als diese Vorlesungen anzuhören. Wenn du es dir gut machen willst, machst du halt Samstag und Sonntag. Ist aber genauso blöd. Also das ist halt ein bisschen schwierig, weil man an einem Samstag 5 Vorlesungen hat mit 5 verschiedenen Fächern sozusagen. Das ist halt, ich glaube, das ist schwer, sich die Samstag und Sonntag halt immer reinzuhören. Und unter der Woche weiß ich nicht, ob man die Zeit dafür hat. Oder sagen wir so, ich weiß nicht, ob man die Disziplin hat, weil wenn man dann an einem Mittwoch zum Beispiel von 8 bis 14 Uhr dann irgendwie Seminare oder Praktika hat, weiß ich nicht, ob man dann noch Lust hat, sich eine Vorlesung reinzuhören oder ob man dann wenigstens einfach chillen möchte. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dadurch, dass die Vorlesungen am Wochenende sind, haben wir ab und zu dadurch dafür oder weitestgehend dafür halt 2 Tage unter der Woche frei. Oft muss ich sagen, habe ich gesehen, ist es glaube ich auch ein Freitag, was halt dann schon fair ist, würde ich sagen. Genau, so viel zu den Vorlesungen. Die Seminare. Die Seminare sind sozusagen für die Vorlesungen als, kann man das sagen, interaktiver zu verstehen. Also man hat eine Vorlesung, darauf aufbauend dann ein Seminar, wo man die Sachen, die in der Vorlesung, glaube ich, besprochen wurde, ich kann es ja jetzt auch nicht genau sagen, aber das ist wohl so, dass dann die Inhalte der Vorlesung in den Seminaren nochmal vertiefend und viel interaktiver verarbeitet und beigebracht wird. Für die Seminare ist es dann auch wohl so, viel auch mit Fragen und Melden und so. Und so wie ich das gehört habe, sollte man die Vorlesung danach auch schon echt gut nacharbeiten, damit man in den Seminaren nicht hinterherhinkt. Als drittes gibt es dann auch die Praktika. Ich kann euch selber noch nicht genau sagen, was ich mir unter dem Praktika vorstelle, aber es gibt gefühlt für jedes Modul ein Praktika. Ich weiß, dass es so sein muss, weil das auch mit dem Scheinerwerb bei den Medizinern zu tun hat. Also die Fächer wie zum Beispiel Physik, Chemie und so, dafür brauchst du halt Scheine, so nennt man die, die du dann auch im Physikum einreichen musst. Allerdings, wie gesagt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen unter dem Praktika, was man macht. Also bei manchen kann ich es mir mehr und bei manchen weniger vorstellen. Also wir haben wirklich Praktika von Terminologie über Physik bis hin zu Anatomie. Also bei Anatomie kann ich mir das schon ein bisschen vorstellen, so mit anatomisch menschliche Sachen angucken und so und verstehen, wie sie sind. Aber was man jetzt zum Beispiel in einem Physikpraktikum macht, kann ich euch einfach nicht sagen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also bin ich fast genauso gespannt wie ihr. Ich nehme euch dahingehend dann auch mit und erzähle euch ein bisschen darüber. Ich kann euch noch ungefähr sagen, welche Module im ersten Semester rankommen. Und zwar sind das Physik, Chemie, Biologie, Terminologie, medizinische Psychologie und Soziologie. Dann haben wir noch sowas wie Berufsfelderkundung mit Mentorenprogramm. Ich kann euch nicht genau sagen, was das bedeutet. Ich werde es selber erst erfahren. Dann haben wir makroskopische und mikroskopische Anatomie. Ein paar Seminare haben wir noch zu Physiologie dieses Semester. Und das war's, glaube ich, auch. Also, ja, ungefähr 8 Fächer. Ist schon viel, wenn man bedenkt, wie viel jedes Modul sozusagen für sich beansprucht. Das ist schon eine Menge. Also zum Beispiel Physik und Chemie haben, glaube ich, über oder knapp 10 Seminare jeweils. Dazu dann halt noch die Vorlesungen und die Praktika, die darf man natürlich auch nicht vergessen, das ist halt schon eine Menge. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick in mein Update gewinnen. Und ich würde sagen, ich nehme euch nächste Woche auf jeden Fall mit. Erzähle euch vom ersten Tag, zeige euch mal so ein bisschen mein Wochenende vor dem Medizinstudium. Und dann würde ich sagen, hat es mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass so eine Videos interessant sind. Und ansonsten könnt ihr gerne ein Abo für mich da lassen. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr bleibt gesund.